Also, wer ist hier drin? Machen Sie mal bitte runter hier. Machen Sie die Kamera weg hier. Nein. Gehen Sie mal bitte hier von der. Also, wer ist hier drin? Schwarz, kannst du mal bitte weg hier. Haben Sie sich eben geoutet als Zeitzeuge in einer sehr unangenehmen Lage, in der Sie zum Mauerbau die Mauer erkennen mussten. Ja. Erzählen Sie doch mal bitte. Weil 17. Juni habe ich Steinhalle gearbeitet und dann bin ich gefahren von Baustelle zu Baustelle, haben gestreikt. So, und Montag mussten wir hin in eine Versammlung und haben sie mir 5 Jahre Knast eingeräumt. Nach 2,5 Jahren kam ich zu raus, von Schwarze Pumpe habe ich gearbeitet gehabt und habe dann nur noch im Westen gearbeitet, weil ich ja keine andere Arbeitsstelle im Osten gekriegt habe. Und am Freitag kam ich nach Hause und da sagte meine Frau zu mir, war es gewesen im Dorf, in der Gemeinde? Nee, sag ich. Bin nochmal hingefahren, war ein riesengroßes Schild und da saß ich dann dran, da dämpft mir DDR-Bürger, wo das Arbeitsverhältnis nicht stimmt, haben sich am Montag so und so viel auf Rat des Kreises zu melden. Da sagt meine Frau, was machen wir denn du, wa? Dann bist du wieder da dran, musst du wenigstens deine 2,5 Jahre noch absetzen. Da habe ich meinen Schwager angerufen, der wohnt in Berlin und das war ein bisschen was höher gewesen. Der sagte zu mir, Horst, jetzt gehst du nach Hause wieder, trinkst eine Tasse Kaffee, nimmst deine ganzen Papiere, schließt sie ab, gehst du im Dorf, gibst du Schwiegereltern den Schlüssel und dann haust du ab nach Westen. Dann bin ich so vom Freitag nach Westen gegangen. Und Sonntag früh war dann die Mauer gewesen. Wollte Ihre Frau mitkommen? Ja, meine Frau könnte mitkommen, ja. Und mein Sohn auch. Und meine Enkel, meine andere Tochter, die blieb bei Schwiegereltern, weil die verreist waren. Die habe ich nicht mehr mitgekriegt am besten. Auch nicht, konnten wir auch nicht zurückkaufen irgendwie was, ja. Und die lebten im Osten nur und wir sind dann am Westen abgegangen, wa. Das war schwer gewesen die erste Zeit, aber ich habe keine Lust gehabt, dann nochmal auf der LPE arbeiten zu gehen und wieder von zu Hause weg zu sein und alles. Und das hat er gesagt, nee, wir hauen ab. Ja, vor allen Dingen, es war ja letzten Endes auch eine Willkür, weil Sie ja vorher am Westen gearbeitet haben. Sie mussten damit rechnen, dass Sie die niedrigsten Arbeiten machen durften. Ja, sicher. Ich habe ja dann auch noch von, wo ich im Osten keine Arbeit mehr gekriegt habe, haben sie mir auf Rat des Kreises Überbrückungsgeld gegeben. Eine Mark und 20, damit ich die Kinder könnte Milch kaufen. So waren die Verhältnisse drüben. Und manche, die so mal... die so immer so dem Osten so hochschrauben immer noch, war, die haben dann wahrscheinlich drüben gute Stellung gehabt, war, und saßen irgendwo drinnen, dann so da normale Arbeiter und alles. Und was manche erzählen, was sie nicht wussten mit die Stasi und alles, war. Ich war auch in der Berserinstraße, saß ich oben im Keller, 14 Tage im tiefsten Keller unten mit Wasser drin und alles. Also ich habe das doch durchgemacht und ich war zufrieden, dass ich am besten abgehauen bin. War. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier am Grenzübergang zwischen Bukow und Großzieten. Ich freue mich, dass wir fast so vollzählig wieder versammelt sind wie vor 20 Jahren. Vielleicht ein bisschen gemischter strukturiert als damals. Wir freuen uns, dass vor genau 20 Jahren die Mauer geöffnet wurde und gefallen ist. Noch nicht hier, aber insgesamt geöffnet wurde und gefallen ist. Und wir freuen uns darüber, dass damit auch eingeläutet war, das war völlig klar, das Ende eines Staates, denn die DDR lebte nur durch und mit der Mauer. Das war für sie die Überlebensversicherung damals. Wir freuen uns auch deswegen, oder ich freue mich auch deswegen, weil auf einmal die Entwicklung möglich war, dass meine Verwandten in Lauchhammer und in Saalfeld wieder meine Verwandten sein durften und nicht fremde Ausländer, wie sie angeblich sein sollten. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Darüber war ich glücklich und froh, dass diese Entwicklung nicht weiter fortgesetzt wurde, sondern dass wir an der Stelle auch wieder ein Stück zusammenwuchsen, wenn vielleicht auch mit dem einen oder anderen Defizit, was wir bis heute noch zu behandeln haben. Vor dem 9. November lag ein anderes Datum und ich freue mich sehr, dass wir heute unsere Freunde aus Tschechien, aus Ustinad-Orlicy hier bei uns haben. Denn wenige Tage bevor die Mauer fiel,
wurde damals das stete Bündnis zwischen Neukölln und Ustinat-Orlitzi begründet. Gegen viel Widerstand. XZK damals in der Tschechoslowakei und gegen viel Widerstand in der Senatskanzlei des Landes Berlin, West-Berlin, genauer gesagt. Wir sind genau am 4. November damals nach Ustinat-Orlitzi gefahren und das war das Datum, an dem die große Demonstration auf dem Alexanderplatz stattfand mit 500.000 oder 1 Million Menschen, genau weiß das keiner. Und wir haben etwas zaghaft in dem Reisebus gesessen nach Usti, weil wir uns gefragt haben, auf was lassen wir uns ein. Aber es war ein ganz weiter wichtiger Schritt, damit diese Mauer dann letztlich fiel. Sie fiel zuerst an anderen Stellen, darüber streiten sich die Geister, ob das die Bornholmer Straße war oder vielleicht nicht, aber das überlassen wir den Geschichtsforschern, nicht hier. Und das hat viele Bürger in Großzieten und in Schönefeld richtig sauer und wütend gemacht, dass diese Mauer, dieses Monstrum immer noch stand, während an anderer Stelle die Übergänge bereits möglich waren. Und ich persönlich habe das am 1. Januar 1990 erlebt, weil ich von dem damaligen Bürgermeister von Großzieten Schönefeld angerufen worden bin, der gesagt hat, Frank, du musst mir helfen. Na ja, habe ich mir gedacht, was kann ein Neuköllner Bezirksbürgermeister tun, um ihm zu helfen? Ja, du musst mir helfen, dass die Mauer nicht abgerissen wird. Ach, ich bin nicht verrückt, ich helfe ihm doch nicht, dass die Mauer nicht abgerissen wird. Ja, sagte er, aber es gibt einen Blutbad, wenn du nicht kommst. Die 30 Truppen sind aufmarschiert, die sind ja schon wieder hier, wie ich sehe. Und das endet ganz schlimm, du musst sofort herkommen und du musst meine Bürger beruhigen. Auf mich hören die nicht mehr. Also habe ich gedacht, obwohl ich ja die Mauer nun wirklich mein Leben lang nicht leiden konnte, fährst du mal hin. Haben wir auch gemacht, wir haben uns getroffen auf der Neuköllner Seite und er hat mir gesagt, also du musst meinen Leuten sagen, in wenigen Tagen wird hier der Grenzübergang geöffnet, dann beruhigt sich das auch und ist auch nicht so schlimm. Einige von Ihnen werden ja vielleicht dabei gewesen sein. Gibt es noch einen, der dabei war damals vor 20 Jahren hier? Ich sehe schon, ein paar sind es, ja, nicht mehr so viele, aber ein paar sind dabei. Ja, und dann sind wir hier an diese Mauer, an dieses gewaltige Gebäude und ich muss sagen, ich hatte so viel Adrenalin im Blut, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da wirklich hochgekommen bin. Irgendein West-Berliner Polizist hat mir eine Leiter gehalten und auf der anderen Seite waren Grenztruppen, die Leiter hielten, um da auf der anderen Seite runter zu klettern. Und wir sind dann zur inneren Mauer gegangen, die zum Teil schon eingerissen war und dahinter waren viele hundert sehr aufgebrachte Bürger, die sagten, jetzt also muss Schluss sein. Also, ich habe dann einige Worte gesagt und gemeint. Euer Bürgermeister hat ja gerade gesagt, in wenigen Tagen wird jetzt hier die Mauer sowieso eingerissen. Es besteht doch gar kein Grund, jetzt hier so sauer zu sein. Und dann hat der Offizier der Grenztruppen dazwischen gebrüllt, das war nicht abgemacht. Und ich muss sagen, das war doch eine ziemlich unangenehme Situation, da zwischen den Fronten zu stehen und nicht genau zu wissen, wie es weitergeht. Ich will Sie damit jetzt gar nicht in allen Einzelheiten langweilen. Auf jeden Fall wissen wir, dass einige Tage später diese Grenze hier geöffnet worden ist. Und zwar 3 oder 4 Tage danach ist sie hier offen gewesen, wir hatten einen Übergang. Und nach wenigen Monaten hatten wir Übergänge überhaupt nicht mehr nötig. Da verschwand diese Mauer im Vergessen der Geschichte. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Wir haben seitdem eine rasante Entwicklung in Brandenburg erlebt. Es wurden die demokratischen Parteien haben hier den Aufbau organisiert in diesem Lande. Das war auch mühsam, demokratische Prozesse zu organisieren, Geld heranzuholen, dann auch das zu leisten, was zu leisten ist. Und ich denke, wenn man sich Großzieten heute anguckt, kann man das nicht mehr wiedererkennen mit dem Ort, der mal in einem toten Winkel der Mauer vor 20 Jahren lag. Und deswegen freue ich mich, dass der Landrat hier ist von Dame Spreewald, danke schön. Ich hätte beinahe König Wusterhausen gesagt, aber ja, ganz falsch gewesen, vielen Dank, ich bin ein bisschen zurück. Und ich freue mich, dass er hier ist und ich freue mich, dass er uns jetzt sagen wird, wie es heute weitergehen wird und wie es überhaupt weitergehen wird in diesem wunderschönen Land. Ich bedanke mich, dass Sie so aufmerksam waren und ich freue mich jetzt, dass wir auch gleich das abschreiten werden. Das war ein echter Bericht eines Zeitzeugen.
Und ich möchte ihn nochmal ganz direkt und deutlich vorstellen für alle die, die neu hinzugekommen sind. Das war der damalige Stadtbürgermeister von Neukölln. Und den Häuschen, den haben wir heute auch zu Gast. Der Heinz Puschkowski wird gemeinsam dann mit Dr. Udo Hase, unserem Bürgermeister von Schönefeld, das tun, auf was wir den ganzen Abend warten. Und dann kommt noch der kulturelle Höhepunkt, über den ich gleich noch etwas sagen werde. Aber haben Sie einfach noch Geduld, von mir ein paar offizielle Worte zu hören. Die da heißen erstmal herzlich willkommen, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Neukölln, aus Großtieten, liebe Berliner, liebe Dameländer und Streveler. Glauben Sie, Streveler aus unserem Landkreis sind auch heute hierher gekommen zu unserer Veranstaltung dieser beiden, des Landkreis Dahme-Spreewald, der Berliner auf Seiten der Neuköllner, aber vor allen Dingen auch unsere Schönefelder. Ich möchte eure Bezirksverordnetenvertreter begrüßen, ich möchte unsere Kreistagsabgeordneten begrüßen, aber auch die hiesigen Verantwortungsträger in der Kommunalpolitik. Eine besondere Ehre ist es mir, dass ich eine polnische Delegation aus unserem Partnerlandkreis Wolsztyn begrüße, unter der Leitung von Richard Kurb, dem Landrat und dem Vorsitzenden des Kreistages, Christoph Piasek. Ganz, ganz herzlich willkommen und ich möchte euch bei dieser Gelegenheit nochmal Dank sagen. Dank euch, dem polnischen Volk, denn sie waren die Ersten, die Glasnost und Perestroika in den östlichen Ländern Europas Einzug lassen haben und uns damals auch deutlich gezeigt haben, dass man mit einer friedlichen Revolution eine Perspektive hat. Am 9. November, also heute vor 20 Jahren, war diese Mauer gefallen und sie war das Symbol der Teilung Berlins und Deutschlands, aber auch ein Symbol des Kalten Krieges. Die Welt wird heute nach Deutschland schauen, denn die friedliche Revolution, der Fall der Berliner Mauer im Herbst 1989 markieren das Ende des Kalten Krieges und das Ende der Teilung Europas. Sie waren der Auslöser für tiefgreifende Veränderungen in Deutschland und Europa. Sicher sind heute viele Zeitzeugen auch noch dabei, in ganz Berlin und diesen Regionen zu berichten, was sie erlebt haben. Wie die Mauer einerseits zwar aufgebaut wurde als dieses menschenverachtende Denkmal des Kalten Krieges, aber sie werden auch viel zu erzählen haben, wie sie in den vielen Jahren der Entbehrung erleben mussten, die Hoffnungslosigkeit, die Verfall und die Stillstand in der Gesellschaft unser Leben prägten, aber die auch Menschen in ihren Partnerschaften, die ganze Familien auseinandergerissen wurden. Ist das Vernichtungskommando angetreten auf Ihrer Seite? Meine Kölner Mannschaft, bitte greift das Seil. Frank Bielka mit angreifen. So, meine Damen und Herren, machen Sie mit, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Jetzt dürft ihr da drüben ruhig winken.
Určitě, my jsme se všichni těšili, speciálně po invazi v roce 1968, ať už od nás odejdou, a oni skutečně odešli a začalo to v Polsku a začalo to v bývalé NDR a v Maďarsku, takže my jsme rádi, že nám to přineslo svobodu, protože my jsme strašně neradi viděli ruské boty na české zemi. Ruské vlky na české boty. Zemi. Vlky. Ano, to je tak, já das ist tatsächlich so, denn als diese das sowjetische System zusammengebrochen ist, darauf haben wir gewartet seit 1968. Es hat dann begonnen in Polen, dann DDR, dann bei uns. Und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut, denn wir haben nicht gerne die russischen Wölfe auf dem böhmischen Land gesehen. Alexander Dubček war einer, der den Weg bereitet hatte. Weil Alexander Dubček byl jeden z těch, který připravoval tuto cestu. Ano, Alexander Dubček byl z těch, ale zároveň to byl bývalý komunista. Proto jsme byli všichni rádi, že se nakonec celé revoluce ujal Václav Havel, který byl disident, na rozdíl od Alexandra Dubčeka. Ja, das hat tatsächlich gemacht, war der Erste, aber Alexander Dubček war immerhin ein ehemaliger Kommunist. Und deswegen haben wir nachher auch alle begrüßt, dass alles in die Hand Václav Havel genommen hat, denn der war der richtige Mann dafür. Wir haben natürlich 1959 und in den Folgejahren ganz besonders die Solidarität mit der Insellage Berlin betonen wollen. Wir haben damals viele Kinder in Heimen und auch privat aufgenommen, die einen Urlaub und eine Ferienfreizeit in Wetzlar gemacht haben und sind natürlich mit den Berlinern 1989 in diesen bewegenden Momenten mitgegangen und haben uns unheimlich gefreut, dass jetzt diese Schandmauer gefallen ist. Und deshalb war es ein bewegendes Erlebnis, auch eben nochmal ganz persönlich an der Mauer zu ziehen und zum Mauerfall beizutragen. Ich hoffe und wünsche, dass das Zusammenleben zwischen den ehemals getrennten Bereichen auch in den nächsten Jahren noch so vorangeht, dass wir wirklich sagen können, wir sind ein Volk.